Vielen Dank, Herr Lesacher. Hallo, meine Damen und Herren zu Hause an Ihren Bildschirmen. Ich grüße Sie aus der Ferne. Der Apostel Paulus schrieb den Korinthern, die mit Auferstehung ihre Schwierigkeiten hatten, Folgendes: Wenn es Auferstehung der Toten nicht gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht erweckt, so ist unser Glaube nichtig. Und wir sind Falschzeugen von Gott. Die Entschlafenen sind dann verloren. Und wir sind bemitleidenswerter als alle anderen Menschen. Warum? Weil wir dann auf ein Trugbild gebaut hätten. Dann wäre nämlich Jesu Leben und Sterben nur die Aufgipfelung einer großen menschlichen Liebe und zugleich ihr Scheitern, weil er sich vergeblich auf Gott berufen hätte. Auferstehung also ein folgenschweres Thema und ein schwieriges Thema. Nichts an Jesus wird so missverstanden und fehlgedeutet wie die Auferstehung. Zu märchenhaft klingen die Ostertexte der Evangelien. Wie soll man sie verstehen? Hört man sie, wie man es von der Zeitungslektüre her gewohnt ist, als Nachrichten über den Ablauf der Geschehnisse im Jahre 30? So entsteht der Eindruck von mirakelhaften Vorgängen, welche die Naturgesetze außer Kraft setzten. Hört man sie dagegen als bloße Symbolgeschichten, so hat man vielleicht etwas ganz Wesentliches verloren. Wie also soll man sie verstehen? Eine ausführliche Gliederung meines Vortrags haben Sie ja bekommen. Damit können Sie Punkt für Punkt leicht folgen, auch wenn Sie zwischendurch mal abschweifen sollten. Fragen wir also in einem ersten, längeren Teil, wie sind die biblischen Ostertexte zu verstehen? Was sind das für Texte? Worum geht es ihnen? Und bedenken wir dann in einem kürzeren zweiten Teil, was Auferstehung bedeutet und wie sie begründet ist. Erster Teil, die Ostertexte. Was sind das für Texte? Wie sind sie zu verstehen? Um nicht auf ganz falsche Fährten zu geraten, muss man zunächst wissen, dass die Ostererzählungen der Evangelien gar nicht so alt sind. Sie finden sich erst in der späteren Zeit zwischen 70 und 100 nach Christus. Deutlich älter sind kurze Osterbekenntnisse, die sich in den ältesten Schriften des Neuen Testaments finden, in den Briefen des Paulus und die auch die anderen neutestamentlichen Schriften durchziehen, auch die Evangelien und ihre Ostererzählungen. Groß A. Man muss also im Neuen Testament zwei Textsorten über Ostern unterscheiden. Erstens ganz frühe kurze Osterbekenntnisse. Zweitens spätere Ostererzählungen, die dieses frühe Bekenntnis erzählerisch inszenieren und veranschaulichen. Kurz, erstens Bekenntnis, zweitens seine Inszenierung in Erzählungen. Erstens die frühen Osterbekenntnisse der Urgemeinde. A, das älteste historisch greifbare Zeugnis von Ostern, ist ein ganz knappes, eingliedriges Bekenntnis ohne alle anschaulichen Details. Dieses älteste Bekenntnis lautet: Gott hat Jesus von den Toten erweckt, als Aussagesatz oder meistens und ursprünglicher als Relativsatz: Gott, der Jesus von den Toten erweckt hat. Wahrscheinlich war die erste Rede von Jesu Auferstehung also Gotteslob. Lobpreisende Antwort der Jünger und Jüngerinnen auf ihre Ostererfahrung. Gepriesen sei Gott, der Jesus von den Toten erweckt hat. Nun preisen ja Israeliten, Juden, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, also das All werden ließ. Und sie preisen Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Und im täglichen 18er-Gebet preisen sie Gott, der die Toten lebendig macht. Und genau solche Israeliten, Juden, preisen jetzt auf einmal Gott als den, der Jesus von den Toten erweckt hat. Sie sagen, Jesus ist auferweckt von Gott. Alles hängt an Gott. Dieses kurze Bekenntnis geht bis in die Anfänge der Jerusalemer Urgemeinde um 30 nach Christus zurück und durchzieht das gesamte Neue Testament, von den frühesten bis zu den spätesten Schichten. Man könnte eine ganze Seite füllen allein mit den Stellenangaben. Eine Fußnote. Die Urgemeinde hat die Erweckung Jesu vom Tod
von Anfang an nicht als Rückkehr auf die Erde verstanden, sondern als Erhöhung zu Gott, als Eingehen in die Dimension Gottes. Das zeigen andere frühe Aussagen wie, er ist erhöht, ist zu Rechten Gottes. Oder der Ruf Maranatha, unser Herr, kommt, der muss ihn ja hören dann. Wie kommen die Jünger dazu, das zu sagen, er ist auferweckt, erhöht, von dem Jesus, der doch wie ein Aufrührer hingerichtet worden ist, ja für manche wie ein von Gott Verfluchter. Gekreuzigte sind Verfluchte Gottes und der Menschen, heißt es in Qumran-Texten. Wie kommen die Jünger dazu zu sagen, er ist auferweckt? Die Antwort gibt B, eine frühe Erweiterung des Bekenntnisses, Jesus ist auferweckt. Und er erschien dem Kephas und anderen. Paulus zitiert im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, drei folgende, dieses erweiterte Osterbekenntnis, das er, wie er sagt, übermittelt bekommen hat. Vielleicht gleich im Jahr 32 nach seiner Bekehrung vor Damaskus in der Gemeinde dort, die er eigentlich zerstören wollte. Oder aber drei Jahre später, um 35, als er zwei Wochen lang Petrus und Jakobus in Jerusalem besuchte. Und da hat er mit ihnen bestimmt nicht nur übers Wetter geredet. In diesem von Paulus zitierten frühen Osterbekenntnis heißt es, Christus ist auferweckt und er erschien dem Kephas, also Petrus, dann den 12, danach dem Herrenbruder Jakobus, dann allen Aposteln, auch Frauen. Und am Ende dieser Liste von Zeugen fügt Paulus hinzu, zuletzt aber von allen, gleichsam wie einer Missgeburt oder Fehlgeburt, erschien er auch mir. Mit diesem Christus erschien dem Kephas und so weiter, wird auf die Erfahrung hingewiesen, die den Osterglauben ausgelöst hat. Am Anfang steht also ein knappes Bekenntnis, das den Osterglauben auf den Punkt bringt. Gott hat Jesus vom Tod erweckt, zu sich erhöht und er ist etlichen Zeugen erschienen. Ganz knapp, nüchtern, ohne alle Ausmalung. Zweitens, dieses Osterzeugnis aus der frühen Jerusalemer Urgemeinde um 30 wird dann später entfaltet in Ostererzählungen, die wir am Ende der Evangelien finden zwischen 70 und 100. Diese späteren Erzählungen mit ihren bunten Details haben die Vorstellungen von Ostern in unseren Köpfen geprägt und ebenso die Darstellungen in der westlichen Kunst seit 1200. Bis 1200 gab es solche Bilder nicht und in den Ostkirchen gibt es sie bis heute nicht. Also Vorsicht. Diese späteren Ostererzählungen sind keine historischen Erlebnisberichte, keine Reportagen der Osterereignisse. Man darf sie nicht wie Zeitungsberichte lesen. Sie stammen nicht von Osterzeugen, denen Christus erschienen ist, sondern sie sind spätere erzählerische Inszenierungen des alten Osterbekenntnisses, Jesus ist auferweckt und er erschien dem Kephas und so weiter. Doch die kleine Notiz, er erschien dem und dem, genügte dem Bedürfnis der Menschen nicht. Sie wollten sich etwas vorstellen können. Diesem Verlangen geben die späteren Erzählungen mehr und mehr nach. Sie veranschaulichen das, was doch wesentlich unanschaulich ist, die Auferstehung und ihr Offenbarwerden. Und zwar sind es sehr unterschiedliche Veranschaulichungen, je nach den Fragen der späteren Gemeinden und den Antwortversuchen der verschiedenen Evangelisten. Sehr unterschiedliche Inszenierungen nach Art von Predigtgeschichten. Keine Erzählung gleich der anderen. Man kann keine Synopse herstellen. Wenn man diese späteren Erzählungen fälschlich als Berichte auffasst, ergeben sich nicht harmonisierbare Widersprüche. Bei Markus fliehen die Frauen vom Grab und erzählen niemand etwas. Bei Lukas, der den Markus-Text doch als Vorlage hat, melden sie alles den Jüngern. Bei Matthäus die Erscheinungen in Galiläa lokalisiert, bei Lukas in Jerusalem und so weiter, unvereinbare Szenarien. Deswegen haben schon antike Christentumskritiker wie Celsus oder Porphyrios geurteilt, dass das alles nicht stimmen könne. Sie haben die predigtartigen Erzählungen eben als angebliche Erlebnisberichte aufgefasst, die einfach nicht übereinstimmen und deshalb nicht wahr sein können. Hätten die Evangelisten selber ihre Ostererzählungen als historische Berichte aufgefasst,
dann hätten sie nie so verfahren dürfen, dass zum Beispiel Lukas, das Markus-Evangelium, das er ja als Vorlage hat, derart abändert. Aber es sind ja von den jeweiligen Evangelisten geformte, predigtartige Erzählungen. Das kann man zum Beispiel sehr gut sehen, wenn man die drei Erzählungen am Ende des Lukas-Evangeliums, die Frauen am Grab, dann die Emmaus-Jünger, dann Jesus erscheint den Elfen, wenn man diese drei aufeinanderfolgenden Erzählungen nicht nacheinander schreibt, sondern nebeneinander, wie eine Synopse, dann erkennt man deutlich die Hand des Lukas in den dreimal wiederkehrenden Stilmerkmalen. Das schließt freilich nicht aus, dass in diesen Erzählungen auch überlieferte alte Erinnerungsstücke enthalten sind. Nun gibt es bei diesen späteren Ostererzählungen wieder zwei Arten, Graberzählungen und Erscheinungserzählungen. A. Erscheinungen von der Osterverkündigung am Grab. Die älteste, auf der alle anderen fußen, ist Markus 16, 1 bis 78 nach Christus. Frauen gehen zum Grab Jesu und erleben Unerwartetes. Das Grab ist geöffnet, der Grabstein weggewälzt. Sie sehen einen weiß gekleideten jungen Mann oder Engel, das heißt Boten Gottes, der zu ihnen spricht. Schrecken und Entsetzen erfasst sie. Sie verlassen fluchtartig die Grabhöhle und sagen niemand etwas. Was ist das für ein Text? Der Dogmatiker und heutige Kurienkardinal Walter Kasper schrieb 1975 in seinem Buch Jesus der Christus, dass hier kein historischer Bericht vorliegt. Ich zitiere Kasper: Der Wunsch, einen beigesetzten Toten nach Tagen noch zu salben, ist durch keine geläufige Sitte gedeckt und bei den klimatischen Verhältnissen Palästinas in sich widersinnig. Dass die Frauen erst unterwegs auf den Gedanken kommen, sie hätten eigentlich Hilfe nötig, um den Stein wegzuwälzen, verrät ein mehr als erträgliches Maß an Gedankenlosigkeit. Wir müssen also annehmen, dass es sich hier nicht um historische Züge, sondern um Stilmittel handelt, die Aufmerksamkeit wecken und Spannung erzeugen sollen. Alles ist offensichtlich in recht geschickter Weise auf das lösende Wort des Engels hinkonstruiert. So immer noch Kasper, der damit die Erkenntnisse von Exegeten beider Konfessionen aufnimmt. Die Erzählung setzt die Osterbotschaft voraus und ist auf sie hinkomponiert, mit den Mitteln damaliger Entrückungserzählungen, suchen und nicht finden, schrecken und so weiter. Ein erzählendes Evangelium muss ja die Osterbotschaft mit erzählerischen Mitteln verkündigen, kann also nach der Erzählung von Kreuzigung und Grablegung nicht einfach ein Glaubensbekenntnis hinsetzen, sondern muss es in Erzählung umsetzen. Die Osterbotschaft ist also jetzt dem himmlischen Boten in den Mund gelegt, dem Verkündigungsengel. Engel, Lehnwort von Angelus, heißt Bote. Wo ein Engel auftaucht, da geht's immer um eine Botschaft von Gott her. So auch in der Graberzählung bei Markus. Sie ist kein Erlebnisbericht, sondern verkündet erzählerisch die offenbarte Auferstehung Jesu, seine Erhöhung in die Dimension Gottes. Man darf deshalb nicht von der erzählerischen, literarischen Ebene direkt auf die historische Ebene springen und sagen, bitte, da steht's doch, als wäre das ein Zeitungsbericht. Wichtig ist, in dieser ältesten Graberzählung, auf der alle anderen fußen, löst die leere Grabnische gar nicht den Osterglauben aus. Die Frauen fliehen ja erschreckt und sagen niemand etwas. Mit aller Entschiedenheit hält die Erzählung damit fest, der Osterglaube wurde nicht durch ein leeres Grab ausgelöst. Was dann allerdings spätere Ausgestaltungen in anderen Evangelien immer mehr annehmen. Sie alle störte dieser abrupte Schluss des Markus-Evangeliums. Die Frauen fliehen aus dem Grab und sagen niemand etwas. Dieser ursprüngliche Schluss des Markus-Evangeliums hat dann im zweiten Jahrhundert einen Abschreiber sogar so sehr gestört, dass er aus Stellen in Matthäus, Lukas, Johannes einen ihm passenderen zweiten, sekundären Schluss zusammengefügt hat, dass der nachträglich an das Markus-Evangelium hinzugefügt ist, geht ganz klar aus den frühen Handschriften hervor. Ein kleiner Exkurs zur Frage, musste das Grab Jesu leer sein? Immer wieder wird behauptet, einer schreibt es vom anderen ab. Mit dem biblischen Verständnis von Auferstehung sei ein volles Grab, ein verwesender Leichnam nicht zu vereinbaren.
das Grab Jesu müsse leer gewesen sein. Die Urchristen hätten in Jerusalem Jesu Auferstehung gar nicht verkündigen können, ohne Jesu leeres Grab vorzuzeigen. Aber das trifft nicht zu, wie genaue Untersuchungen gezeigt haben. Ich zitiere nur aus der wichtigsten Untersuchung des Kieler Neutestamentlers Jürgen Becker. Sein Ergebnis: Das ständig ungeprüft wiederholte Argument, Christen konnten in Jerusalem Jesu Auferstehung nicht verkündigt haben, ohne Jesu leeres Grab vorzuzeigen, besitzt am frühjüdischen Textbefund keinen Rückhalt. Die weit verbreitete Ansicht, die Bibel habe sich die Auferstehung nur materiell leiblich vorstellen können, stimmt nicht. Denn, so Böcker weiter, die übergroße Mehrheit der biblischen wie der außerbiblischen jüdischen Texte vertrat die Ansicht, Gott werde entweder der Totenseele einen neuen Leib geben oder überhaupt nur der Seele Vollendung gewähren. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte nimmt mich auf, sagt zum Beispiel Psalm 63 oder Psalm 73, auch wenn mir Körper und Herz vergehen, mein Erbteil bleibt Gott für immer. Nochmals Jürgen Becker. In jedem Fall spielen die Gräber keine Rolle, weil die Auffassung herrscht, dass der irdische Leib endgültig vergeht und Gott an seiner Stelle Neues schafft. Und das Neue, das Gott schafft, muss total anders verstanden werden als der materielle Körper, der im Grab verwest. Darauf komme ich in Teil 2 zurück. Also, nach damals verbreiteter Auffassung bleibt der Leichnam im Grab und verwest und die Person lebt dennoch auferweckt oder erhöht bei Gott in der Dimension Gottes. Deshalb hat die Verkündigung der Auferstehung Jesu in Jerusalem niemand auf den Gedanken gebracht, nachzuprüfen, ob sein Grab auch wirklich leer ist. Das Grab Jesu musste nicht leer sein. Im gesamten Urchristentum gab es keinerlei Anzeichen für eine Beachtung und Pflege eines Grabes Jesu. Dessen angebliche Entdeckung ist Sache einer späteren Zeit. Kaiser Konstantins Mutter Helena spielte da eine große Rolle. Aber diese Hintergründe sind vielen bis heute nicht bekannt. Deshalb sagen sie immer wieder, Jesus sei aus dem Grab auferstanden. Manche halten das leere Grab für wichtig. Das sei ihnen unbenommen. Aber der christliche Glaube an die Auferstehung Jesu erfordert nicht, dass das Grab leer war. So hat schon 1977 der damalige Wiener Neutestamentler Jakob Cremer geschrieben. Also nicht aus dem Grab auferstanden, sondern im Tod am Kreuz zu Gott erhöht. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, lässt Lukas 23 den Gekreuzigten zum reumütigen Schächer sagen. Heute noch. Nicht erst nach 3 Tagen. Der 3. Tag ist seit Hosea 6,2 symbolische Zahl für das rettende Wirken Gottes dort, wo Menschen total am Ende sind. Das hat Karl Lehmann, der spätere Mainzer Bischof und Kardinal, in seiner römischen Doktorarbeit Auferweckt am 3. Tag nach der Schrift gezeigt und andere haben es bestätigt. Der Osterglaube wurde nicht durch ein leeres Grab ausgelöst, sondern durch Erfahrungen, die mit diesem Er erschien dem Petrus und den anderen gemeint sind. Dazu gleich mehr. Zuvor aber zu den Erscheinungserzählungen, die dieses Er erschien erzählerisch darstellen. B. Erscheinungserzählung. Markus hat noch keine Erscheinungserzählung. Er hat nur das alte Bekenntnis, Jesus ist auferweckt, erzählerisch inszeniert. Erst die große Evangelien, Matthäus, Lukas und Johannes, inszenieren auch das Er ist erschienen, aus 1. Korinther 15, in vielfältigen Variationen. Sie wollen damit aber nicht beschreiben, was damals im Jahr 30 an Ostern exakt abgelaufen ist. Vielmehr wollen sie Antwort geben auf existenzielle Anschlussfragen der Gemeinden ihrer späteren Zeit zwischen 80 und 100 und damit indirekt auch auf unsere Fragen heute, 2021. Diese Texte sprechen weniger von dem Jesus damals im Jahre 30, als vielmehr von dem Christus Präsens, von dem gegenwärtigen Christus, der jetzt mit uns ist. Also um 1900 oder heute 2021 mit uns. Lukas gibt zum Beispiel mit der schönen Emmaus-Erzählung
Antwort auf die Frage seiner Gemeindemitglieder, wo können wir heute den lebendigen Jesus erfahren? Seine Antwort, wie mit Kleopas und seinem namenlosen Begleiter, in den jeder hineinschlüpfen kann, geht der Herr auf unseren Wegen längst mit uns noch, ehe wir es merken. Doch wenn wir zum Herrenmahl zusammenkommen, dann ist zutiefst er es, der uns die Schrift erklärt und uns das Brot bricht. Und dabei können wir seiner Gegenwart inne werden. Dabei wird uns bewusst, dass er schon längst da ist. Darauf kommt es Lukas an. Deshalb kann Jesus in dem Augenblick, wo er von den Emmausjüngern erkannt ist, aus dem Erzählgang einfach verschwinden. Und dieses Verschwinden löst überhaupt keine Enttäuschung oder Bedauern aus bei den Jüngern. Es ist das Verschwinden in die Dimension Gottes hinein, aus der er verborgen, gegenwärtig ist und bleibt. Herr, bleibe bei uns. Ja, er bleibt bei uns bis ans Ende der Welt, sagt ebenso Matthäus 28. Das alles hat übrigens der spätere Erfurter Bischof Joachim Banke in seiner Doktorarbeit über die Emmaus-Erzählung herausgearbeitet. Oder die Erzählung vom ungläubigen Thomas. Thomas steht für alle, die nicht dabei waren, als der Herr erschien. Also für alle späteren, auch für uns. Die Thomas-Erzählung will nicht die Frage beantworten, waren die Urjünger damals privilegiert? Entschuldigung, die Thomas-Erzählung will die Frage beantworten, waren die Urjünger damals privilegiert, dürften sehen und mussten nicht glauben, während wir späteren glauben müssen, ohne zu sehen? Die Erzählung antwortet nicht, selig, die nicht sehen, sondern glauben. Vielmehr antwortet sie, selig, die nicht sehen und doch glauben. Die Urjünger mussten auch glauben. Ohne Glauben sahen sie nicht, sagt das Johannes-Evangelium, dem es auch sonst um das Sehen mit den Augen des Glaubens geht und um das Hören auf das Wort Jesu, in dem er heute zu uns kommt, wie Johannes 14, 23 sagt. Diese Erzählungen arbeiten ganz bewusst mit besonderen Stilmitteln, mit der Dialektik von geheimnisvollem Kommen und Verschwinden des Auferstandenen, von seinem Erscheinen und dem Zweifel einiger Jünger, von leg deine Hand in meine Seite und rühr mich nicht an. Nirgends heißt es etwa, dass Thomas seine Hand tatsächlich in die Seite Jesu gelegt hat. In der Handlungswelt der realen Vorkommnisse kommt das gerade nicht vor. Lediglich in der besprochenen Welt der Symbole. Und dort wird es durch das gegenläufige rühr mich nicht an dialektisch aufgefangen. So auch in der besonders zarten Erzählung von der Erscheinung von Maria von Magdala. Eine Predigtgeschichte von einer Liebenden voll tiefer Trauer, die durch den Schleier ihrer Tränen hindurch etwas sieht und nicht weiß, was es ist, bis sie ihren Namen hört, Maria. Da kommt es aus ihr heraus, Rabuni, mein Meister. Und sie hört ihn sagen, rühr mich nicht an, such mich nicht festzuhalten, wie etwas Greifbares, das kannst du nicht und brauchst du nicht, denn ich bin da, bin dir nahe. Und nun geh und sag das auch meinen Brüdern. Eine Predigtgeschichte von der exemplarisch glaubenden, liebenden und von der ersten Apostolin, Missionarin, gegenüber den Männern. Maria von Magdala, der ungläubige Thomas, die Emmausjünger, aber Buchstabengläubige nehmen die Texte wortwörtlich. Sie sagen, bitte, da steht's doch, so war's. Sie verkennen die literarische Eigenart der Texte. Man möchte sie auf die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965 hinweisen, wo vom Gotteswort im Menschenwort gesprochen wird. Ich zitiere. Die heiligen Schriften enthalten das Wort Gottes. Sie sind nicht Gottes Wort, sie enthalten es. Wörtlich, da Gott in der heiligen Schrift durch Menschen nach Menschenart gesprochen hat, muss der Schrifterklärer sorgfältig erforschen, was die heiligen Schriftsteller wirklich zu sagen beabsichtigten und was Gott mit ihren Worten kundtun wollte. Weiter wörtlich, um diese Aussageabsicht zu ermitteln, muss man auf die literarischen Gattungen achten, weil geschichtliche, prophetische, dichterische, erzählende Texte und so weiter je verschiedenen Sinn haben.
Und man muss auf die Bedingungen der Zeit und Kultur achten und so weiter. So alles aus der Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanums 1965, die mit den Worten Dei Verbum, Gottes Wort, beginnt. Groß B. Wie sind die Erscheinungen und dass er erschien zu verstehen? In der heutigen Diskussion besteht Uneinigkeit darüber, wie die Erscheinungen zu verstehen sind und was damit gemeint ist. Es gibt erstens zwei extrem gegensätzliche Ansichten, Buchstabengläubige und Rationalisten. Beide verfehlen, was gemeint ist. A. Buchstabengläubige beharren auf sinnlich-physischen Kontakten. Die Jünger hätten Jesus mit ihren körperlichen Augen gesehen, seine Wundmale berührt und so weiter. Aber damit verkennen Buchstabengläubige die erwähnten Züge der Erzählungen, ihre literarische Gattung, von der das Zweite Vatikan spricht. Es führt also in die Irre, wenn Caravaggio in seinem berühmten Gemälde der ungläubige Thomas einen fleischigen Jesus malt und einen Thomas, der seinen Finger in die klaffende Wunde schiebt und guckt, ob es geht, und die anderen Jünger dahinter gucken auch, ob es geht. Glenn Most hat 2007 in seinem Buch Der Finger in der Wunde gezeigt, wie die Thomas-Erzählung aufgrund einer Fehllektüre mehr als 1500 Jahre lang missverstanden wurde und wie das künstlerisch großartige, theologisch aber irreführende Gemälde von Caravaggio den Höhepunkt dieses Missverständnisses bildet. Buchstabengläubige. Zweitens, Rationalisten vertreten das gegenteilige Extrem. Sie reduzieren alles, was Ostern geschehen sein soll, auf bloße Trauerverarbeitung der Jünger, die sich schließlich in subjektive Visionen hineingesteigert hätten. Damit verkennen die Rationalisten, dass die Texte durchweg von nicht selbst erzeugten Ereignissen sprechen, die den Jüngern plötzlich widerfahren sind. Am deutlichsten, um das kurz zu machen, wird das beim Herrenbruder Jakobus und beim Verfolger Paulus. Bei beiden kommt es zu einer radikalen Kehrtwendung. Zweitens, der Herrenbruder Jakobus, das ist vielen nicht bekannt. Der Herrenbruder Jakobus war nach dem Tod des Vaters Josef und nach dem Weggang Jesu nun der nächstälteste Sohn Marias und damit das bestimmende Oberhaupt der Familie. Markus 3 berichtet, dass die Mutter Jesu und seine Brüder von Nazareth hinunterkamen zum See Genezareth nach Kapernaum, um Jesus nach Hause zurückzuholen, weil sie ihn für verrückt, für von Sinnen hielten. Hatte man doch gehört, dass er sich als Bringer von Gottes Herrschaft verstand, in Gottes Kraft wirkte, Sünden vergab, sich mit Randexistenzen der Gesellschaft umgab. Um größeres Unheil zu verhüten, beschloss die Familie, ihn zurückzuholen. Doch die Aktion scheitert. Man kehrt ohne ihn nach Nazareth zurück. Jesus hatte auf die um ihn Versammelten geschaut und gesagt, seht da meine Mutter und meine Brüder. Wer immer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Damit war der Bruch da. Jesu Familie und sein ganzes Heimatdorf Nazareth lehnten ihn ab, wie man in Markus 6 nachlesen kann. Deshalb ist vom Familienclan auch niemand in Jerusalem dabei bei Jesu Kreuzigung und Grablegung. Eine kleine Fußnote. Die andere Darstellung im Johannesevangelium, Maria und der Lieblingsjünger unter dem Kreuz, ist symbolisch gemeint und nicht historisch verwertbar. Niemand von der Familie Jesu war bei der Kreuzigung und Grablegung dabei. Doch dann kommt die unerwartete Wende. Jakobus hat eine Ostererfahrung und die muss so stark gewesen sein, dass er seine ablehnende Haltung gegenüber Jesus völlig revidierte und selber nun von Nazareth aufbrach, die 100 Kilometer nach Jerusalem zur Urgemeinde. Und das nicht nur er allein, sondern mit ihm auch Maria und die anderen Brüder Jesu. Sie alle verließen geschlossen die Heimat Nazareth, gaben damit ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage auf, zogen hinauf nach Jerusalem und schlossen sich der armen Urgemeinde an, wie Apostelgeschichte 1 und Lukas 9 zu entnehmen ist. Was hat diese radikale Kehrtwendung des Jakobus und mit ihm der Mutter und der Brüder bewirkt?
das urgemeindliche Bekenntnis sagt, es war jenes Christus erschien dem Jakobus. Das muss eine umstürzende Erfahrung gewesen sein in Nazareth. Und Paulus? Nach seiner eigenen Aussage hat Paulus die frühchristlichen Gemeinden maßlos verfolgt und zu vernichten versucht. Wahrscheinlich deswegen, weil er den gekreuzigten Jesus als von Gott Verfluchten ansah, gemäß Deuteronomium 21, so deutet er den Galater 3,13 an. Gekreuzigte sind Verfluchte Gottes und der Menschen, heißt es ja in der Tempelrolle von Qumran. Aber dann hat Paulus um 32 auf dem Weg nach Damaskus, wo er die dortige jugendchristliche Gemeinde zerstören wollte, ein ganz unerwartetes Widerfahrnis, das bei ihm eine radikale Wende auslöste, sodass er nach einem längeren Rückzug in die Wüste und einem zweiwöchigen Besuch in der Jerusalemer Urgemeinde fortan den Heidenvölkern Jesus Christus verkündigt. Als rastloser Missionar unterwegs in Kleinasien und Griechenland, auf schier endlosen Fußmärschen, Hunger, Kälte, Auspeitschungen, Gefängnis und so weiter erduldet und am Ende in Rom unter Nero den Märtyrertod erleidet. Man muss sich das alles vor Augen führen, um zu erahnen, was diese radikale Kehrtwendung ausgelöst haben könnte. Es muss eine ganz starke Erfahrung gewesen sein. Ein Einschlag. Drittens, was besagt das Urgemeindliche, er erschien dem Kephas und so weiter? Ah. Mit diesem er erschien dem Petrus hat die Urgemeinde zurückgegriffen auf Offenbarungssprache des Alten Testaments. Gott erschien dem Abraham, heißt es ja in Genesis 12 und öfter. Gott erschien dem Abraham, den er zum Aufbruch aus Ur gerufen hatte. Ur im heutigen Südirak, Papst Franziskus war vor 2 Wochen dort. Was meint dieser Ausdruck, Gott erschien dem Abraham? Um das zu erkennen, kann der jüdische Religionslehrer Philo von Alexandrien helfen. Er ist 20 vor Christus geboren, also ein älterer Zeitgenosse Jesu und des Paulus. Er lebt in Alexandria in Ägypten. Dieser Philo hat die hebräische Bibel seinen griechischen Zeitgenossen verdolmetscht und dabei auch dieses Gott erschien dem Abraham erläutert. Ich zitiere ihn. Es ist das Auge der Seele, das die göttliche Erscheinung wahrnimmt. Ohne sinnliches Licht und nicht mit körperlichen Augen. Aber der ganze Abraham war erfasst davon. Das bedeutet, man darf bei diesem Gott erschien dem Abraham nicht an etwas äußerlich sinnlich Wahrnehmbares denken. Es geht um ein inneres Offenbarwerden Gottes, um den Einbruch Gottes in das Innere Abrahams, das aber den ganzen Abraham ergriff und zum Aufbruch brachte. Also ein starkes, inneres, ganz menschliches Ergriffensein. B. Und genau diesen Ausdruck, er erschien für Gottes Einbruch in das Innere Abrahams, greift die Urgemeinde auf, um die Ostererfahrung als ein starkes, inneres Offenbarwerden zu charakterisieren. Der gestorbene Jesus erweist sich ihnen als ganz neu lebendig gegenwärtig. Er ist von Gott her neu lebendig gegenwärtig. Das erfahren sie. Und diese innere Erfahrung muss ungemein stark und evident gewiss gewesen sein. Sonst hätte sie nicht den Jakobus in Nazareth zu seiner totalen Umkehr gebracht und vorher schon die geflohenen Urjünger zurückgebracht in das für sie nicht ungefährliche Jerusalem. Dass dieses Christus erschien, eine außerordentlich starke innere Erfahrung meint, wird bestätigt C durch das Selbstzeugnis des Paulus über sein Damaskus-Erlebnis. Paulus ist ja der Einzige, von dem wir Selbstzeugnisse über seine eigene Ostererfahrung vor Damaskus in 32 besitzen. Zwar gebraucht Paulus für sich selbst, wie wir sahen, auch das Urgemeindliche, er erschien zuletzt auch mir wie eine Missgeburt. Er geht also von der qualitativen Gleichheit seiner Ostererfahrung mit derjenigen der Urjünger aus. Und das tut er nicht ohne Grund. Hatte er doch die wichtigsten Osterzeugen persönlich gekannt und mehrfach mit ihnen gesprochen, wie er in Galater 1 und 2 berichtet. Aber von seiner eigenen Ostererfahrung kann Paulus auch anders sprechen.
Er sei Verfolger der Gemeinden gewesen, bis es Gott gefiel, in mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Heidenvölkern verkünde, sagt er im Galaterbrief. Gott gefiel es in mir, innerlich, seinen Sohn zu offenbaren. En emoi heißt es im griechischen Urtext. In mir. Viele deutsche Übersetzungen lassen das in leider weg. Paulus spricht von einer inneren Offenbarung Jesu Christi und im zweiten Korintherbrief von einer inneren Erleuchtung. Gott hat Licht leuchten lassen in unseren Herzen. Und im Brief an die Gemeinde zu Philippi spricht er von der Erkenntnis Jesu des Gekreuzigten als Messias, als Christus. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, doch ich bin von Christus Jesus ergriffen worden. Nirgends spricht Paulus von einem empirisch verifizierbaren Vorgang in der äußeren Realität. Immer von etwas, was in seinem Innern sich ereignete und ihn umwarf. Anders dann später Lukas in der Apostelgeschichte. Lukas hat diese innere Erfahrung dramatisch ausgestaltet. Paulus sieht eine Lichterscheinung, die ihn zu Boden wirft und blendet. Er hört eine Stimme, die auch seine Begleiter hören. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus fragt, wer bist du, Herr? Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Nach Lukas ist Paulus 3 Tage lang blind. Seine Begleiter müssen ihn nach Damaskus hineinführen. Dort kommt es aufgrund von Gesichten zur Begegnung mit dortigen Christen und so weiter. So also Lukas später in der Apostelgeschichte. Bei Paulus selbst geht es immer um einen inneren Offenbarungsvorgang aus der Transzendenz Gottes. Paulus spricht von einer umwerfenden inneren Erfahrung. Er erlebt die völlig unerwartete Gegenwart genau dieses gekreuzigten Jesus, den er als von Gott verflucht abgelehnt hatte und dessen Anhänger er verfolgt hatte. Diese evidente, einfach überzeugende Erfahrung der lebendigen Gegenwart Jesu war es, die bei Paulus eine radikale Kehrtwendung auslöste, sodass er jetzt sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20. Auch beim Herrn Bruder Jakobus, der Jesus vor Ostern ja abgelehnt hatte, hatte das Christus erschienen dem Jakobus einen völligen Umschlag hervorgerufen. Und entsprechend müssen wir auch bei den Urjüngern Petrus, Maria von Magdala und so weiter, die Jesus nachgefolgt waren, annehmen, dass sie nicht einfach so ohne weiteres von ihrem getöteten Herrn sagen konnten, Gott hat ihn auferweckt. Das erklärt sich nicht allein aus dem Fortwirken der starken vorösterlichen Erfahrungen mit Jesus. Jakobus und Paulus hatten solche Erfahrungen mit Jesus ja ohnehin nicht. Gerade der Fall Jakobus und der Fall Paulus sprechen dagegen, dass es nach Karfreitag ohne ein neues außergewöhnliches Ereignis zum Glauben an die Auferweckung und Erhöhung Jesu gekommen ist. Und dass sie alle, Maria von Magdala, Petrus, die 12, Jakobus und die anderen, später Paulus, mit solcher Entschiedenheit und Einmütigkeit für diesen Jesus Christus und seine Sache ihr Leben einsetzten, das ist ohne ein neues, einfach überzeugendes Widerfahrenes nicht zu verstehen. Viertens, Ergebnis. Ein evidentes Widerfahrenes hat den Osterglauben ausgelöst. Alle neutestamentlichen Ostertexte sprechen von einem außerordentlichen, unerwarteten Neuanstoß. Eine starke religiöse Erfahrung. Man kann die nicht unter dem Niveau von anderen starken religiösen Erfahrungen verstehen. Von Erfahrungen etwa bei Propheten, Mystikern und so weiter, deren Leben umgedreht wurde. Dieser Neuanstoß war es, der nach Karfreitag die Wende auslöste und den geradezu explosionsartigen Neubeginn. Schon 2 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, im Jahre 32, gibt es ja in Damaskus und an vielen anderen Orten judenchristliche Gemeinden. Nach der Hinrichtung Jesu ging es also erst richtig los. Ganz anders als nach der Tötung sonstiger damaliger Anführer, die beanspruchten, der Messias zu sein und die ihre Anhänger nach Jerusalem führen wollten. Die Römer machten kurzen Prozess mit ihnen und damit war alles vorbei. Der jüdische Historiker des ersten Jahrhunderts, Flavius Josephus, berichtet mehrfach davon.
Nach der Hinrichtung Jesu war es gerade nicht vorbei. Es ging erst richtig los. Und das, obwohl Jesus ja am Kreuz wie ein Verbrecher, ja wie ein angeblich von Gott Verfluchter gestorben war und seine Anhänger untergetaucht und geflohen waren. Und dann diese überraschende Einmütigkeit und Dynamik des Neuanfangs. Die Jünger hatten keinerlei Meinungsverschiedenheiten. Sie mussten nicht erst lange hin und her diskutieren und in der Schrift forschen, um sich schließlich zu einigen auf so etwas, er ist wohl auferweckt, erhöht. Ganz im Gegenteil. Es war ihnen unmittelbar gewiss, spontan evident, er ist lebendig da. Und das bedeutete, er ist zu Gott erhöht, ist in Gottes Dimension oder mit Psalm 110 gesprochen, zu Rechten Gottes. Also ist er gerettet, auferweckt. Und also ist er von Gott bestätigt, rehabilitiert. Das aber hieß, in seinem Leben, Sterben und Auferstehen hat wirklich Gott gesprochen und gewirkt. Und deshalb konnte man kurz sagen, Jesus ist der Messias, Gottes entscheidender Bote, Gottes Wort und Sohn, an dem man ablesen kann, wie Gott zu uns ist. Barmherzig, Güte, die alle erreichen möchte, Güte, die alle retten will. Nun ein kürzerer zweiter Teil. Was also heißt Auferstehung und wie ist sie begründet? Vier Thesen mit kurzen Erläuterungen. Bei der ersten These etwas länger. Erstens, Auferstehung und unsterbliches Leben der Verstorbenen gibt es nicht ohne Gott und seine ganz andere allpräsente Dimension. Was heißt das? An einen Gott glauben heißt sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist, hat der Wissenschaftsphilosoph Wittgenstein notiert. Ich wiederhole, an einen Gott glauben heißt sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist. Und der bekannte Astrophysiker Harald Lesch sagt, wir Wissenschaftler sind zuständig nur für die Innenarchitektur des Kosmos. Wir leben von Ursache-Wirkungszusammenhängen. Das ist unser Ding. Wenn Kosmologen von Gott faseln, ist das eine Grenzüberschreitung. In physikalischen Gleichungen kommt Gott nicht vor. Aber das schließt nicht aus, dass Gott existiert. Die Wissenschaften befassen sich also mit der Innenarchitektur der Welt. Sie fragen nach Ursache-Wirkungszusammenhängen und sie setzen dabei immer schon Welt oder etwas Weltartiges voraus. Zum Beispiel etwas, das im Urknall explodieren konnte und so weiter. Doch auf die Frage, warum überhaupt Welt oder weltartige Realität existiert, kann empirische Wissenschaft niemals Antwort geben. Wer nach Gott fragt, fragt nach dem Urgrund. Warum überhaupt etwas existiert? Wer nach Gott fragt, fragt recht verstanden nicht zurück nach einer ersten Ursache. Er fragt nicht zurück nach dem ersten Glied einer Kette von Ursachen und Wirkungen, sondern er fragt nach dem Grund der ganzen Kette, also nach dem, was die Kette der Ursachen und Wirkungen als Ganze begründet und trägt, und zwar in jedem ihrer Zustände, ob vor oder nach dem Urknall. Wer nach Gott fragt, fragt nach dem alles tragenden Urgrund, also nach einer ganz anderen Dimension, die alle 4 oder 11 physikalischen Dimensionen absolut transzendiert und die nicht erst dort anfängt, wo die uns bekannten Dimensionen enden, sondern sie alle durchdringt, überall gegenwärtig ist, allem kopräsent. Also nicht nur da oben im Skyhimmel, sondern our Father in Heaven. Heaven meint im Unterschied zum kosmischen Himmel Sky den religiösen Himmel, die ganz andere Dimension Gottes. Eine total andere Dimension, die überall da ist. Nicht nur da oben, da auch. Überall da, mitten in unserem Leben. Jenseitig, könnte man mit Dietrich Bonhoeffer sagen. Eine andere Dimension, die wir vielleicht manchmal ahnen. Der tragende Urgrund auch meines Lebens, dem ich mich öffne. Die materielle, wissenschaftlich erklärbare Welt ist nicht alles.
Das All ist nicht alles. Da ist noch mehr. Ein Ich bin da, sagt Israel. Ja, ich bin da. Der alles tragende Urgrund. Von allen Seiten umgibst du mich, sagt Psalm 139. Der Urgrund, der alles trägt und umgibt und der zugleich in allem zu innerst da ist, allem Sein Kraft und Eigenaktivität gibt. Mir innerlicher als ich mir selbst, konnte Augustinus sagen. Kein kalter Urgrund, den es nicht berührt, was da läuft, sondern Güte, die alle erreichen möchte und keinen verlieren möchte, behauptet Jesus, und zwar nicht nur mit Worten, sondern mit seiner ganzen Existenz. Güte, die alle erreichen möchte, aber ohne Zwang. Gott greift nicht ein in die Naturgesetze und in unsere Freiheit, weshalb viele meinen, es gebe Gott nicht. Der alle Welt tragende Urgrund tritt hinter der Welt zurück, ist auf diskrete Weise da, schweigende Gegenwart. Und er scheint dort auf, wo Leben im Zusammenspiel gedeiht und wo Menschen aus sich herausgehen auf andere zu. In der Inspiration zum Guten ist sein Atem zu spüren. Gott, bejahende Güte, die in den positiven Dynamiken am Werk ist, im Antrieb zum Guten und auf Gutes hinaus will. Güte, die alle retten will. So viel, unmöglich kurz, zu Punkt 1. Der ewige Gott und seine ganz andere Dimension. Zweitens, aber was kann denn in Gottes ganz andere Dimension eingehen? Der materielle Körper zerfällt ja nach dem Tod und geht in andere Stoffe über. Aber da war doch noch etwas gewesen. Eine Person mit Sehnsucht, Liebe, Verantwortung, vielleicht auch Gemeinheit und vielem mehr. Was ist damit? Kann es abgelöst, unabhängig vom sterblichen materiellen Körper und Gehirn, ein bewusstes Personsein geben, ein Ich selbst, einen Personenkern, eine Seele? Darüber haben Philosophen nachgedacht. Das lassen wir jetzt beiseite. Ich will auf etwas anderes kurz hinweisen, auf Außerkörpererfahrungen, die es heute vermehrt gibt, aufgrund der medizinischen Fähigkeit zur Reanimation und die heute intensiv erforscht werden. Dabei lasse ich alles weg, wo man Zweifel anmelden kann und beschränke mich nur auf das, was empirisch nachweisbar ist. Manche Bewusstlose mit Herzstillstand wissen nach ihrer Reanimation Dinge, die während ihres Komas in der sichtbaren Realität nachprüfbar geschehen waren, die sie aber eigentlich gar nicht wissen können. Genauer, die sie nicht durch sinnlich-körperliche Wahrnehmung wissen können, weil nämlich ihre physischen Sinne ausgefallen waren, ihre Augen abgedeckt waren oder sie gar von Geburt an blind waren. Sie sahen von oben ihren Körper unten auf dem OP-Tisch liegen, sahen und hörten genau, was Ärzte und Helfer taten und sagten, bis hin zu spaßigen Nebenbemerkungen, konnten alles, auch ihnen unbekannte Personen, Räume, Geräte hinterher exakt beschreiben. Alles ließ sich empirisch nachprüfen. Und etwa die Hälfte von ihnen sagte, sie hätten sich erlebt in einem andersartigen, schwerelosen, immateriellen Körper oder Leib, der ohne Widerstand durch Mauern und Decken hindurchgehen konnte. Sie mussten nur an jemanden denken, um sofort bei ihm zu sein und zu sehen, wo er war, was er tat, konnten alles genau beschreiben. Aber sie konnten mit der wahrgenommenen Person nicht kommunizieren, diese nicht berühren. Und obwohl sie selbst alles sahen und hörten, wurden sie zum eigenen Erstaunen von niemandem bemerkt. Das gibt zu denken. Was, wenn das ein Vorschein wäre, ein Gleichnis, ein Fingerzeig? Was, wenn auch unsere Verstorbenen nur an uns denken müssten, um bei uns zu sein und wir merken nichts davon? Und was, wenn der in Gottes Dimension eingegangene Christus bei uns sein kann, ohne dass wir es merken? Wie die Emmaus-Jünger es auch nicht gemerkt haben. Dass er wirklich bei uns sein kann, aber nicht materiell greifbar und
dass er auch nicht in die materiellen Weltzusammenhänge eingreift. Drittens, was heißt leibhaftige Auferstehung? Zur Verdeutlichung knüpfe ich an das Gesagte an. Körper und Leib sind nicht dasselbe. Wenn Menschen in Außerkörpererfahrungen sich zu anderen hinbegeben konnten, dann haben sie das hinterher zu beschreiben versucht, indem sie sagten, sie hätten sich in einem andersartigen, schwerelosen, immateriellen Leib erlebt. Das trifft sich gut mit dem biblischen Verständnis von Leib. Denn Leib meint zum Beispiel bei Paulus nicht einfach den materiellen Körper, sondern die Person mit ihren Gemeinschaftsbeziehungen. Leib ist die Person mit ihren Gemeinschaftsbeziehungen. Leibhaftige Auferstehung bedeutet deshalb, dass die unverwechselbar selbe Person mit allen zu ihr gehörenden Beziehungen von Gott gerettet wird. Aber nicht nur so, wie sie war, mit kaputten Beziehungen und so weiter. Vielmehr ganz gemacht, geheilt, gerichtet, vollendet. In einer großen Gemeinschaft, in der Dimension Gottes. Augustinus konnte sagen, wir werden uns erfreuen an Gott und aneinander in Gott. Frui Deo et invicem in Deo. Viertens, der Christuspräsenz. Körper bedeutet ja Begrenzung. Leibhaftige Auferstehung bedeutet Überschreitung aller Grenzen. Jesus, der in seinem irdischen Leben und Sterben für alle offen war, der Intention nach, das aber nicht allen gegenüber auch konkret realisieren konnte. Jesus ist als der Erhöhte, als der von Gott her Gegenwärtige, nun grenzenlos allen zugewandt. Er geht unerkannt mit allen, gibt sich in Zeichen, Wort und Brot, wartet in den Geringsten auf uns und unsere Gerechtigkeit. Was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Meine Damen und Herren, Ostern. Ostern erweist sich in Aufstehgeschichten, in denen am Boden liegende Menschen sich wieder erheben können, wieder aufatmen können, ihres Lebens wieder froh werden können, weil sie nicht mehr diskriminiert werden, sondern in ihrer Würde geachtet werden und weil ihnen jemand beim Aufstehen hilft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.